So, das ist jetzt richtig doof. Eine Folge habt ihr jetzt verpasst. Ich habe nämlich aufgenommen, habe fleißig vor mich hingeplappert und dann am Ende festgestellt, dass ich aus Versehen zweimal F12 gedrückt habe zum Aufnehmen oder meine Tastatur spinnt und deswegen ist jetzt die ganze Folge weg. Was ist passiert? Ich habe ein paar von den neuen Leuten, also wir hatten ja 4, 5 Migranten in der Folge davor bekommen oder kurz davor bekommen, die habe ich jetzt in den Miliztrupp reingestopft. Das ist der hier, den haben wir jetzt komplett. Also 10 Zwerge sind jetzt Hammerzwerge. Dann habe ich mir das Equipment angeguckt, ob die alle auch ihre Sachen tragen. Und komischerweise habe ich dabei herausgefunden, dass einige von denen schon ihre Mail-Shirts tragen. Obwohl wir ja gerade in der Folge, die ihr auch gesehen habt, herausgefunden hatten, dass wir eigentlich fast keine Rüstungsteile haben. Deswegen hatte ich den Verdacht, dass eventuell die Sachen, die die Zwerge direkt tragen, gar nicht in dem Stock auftaucht. Na gut, nächster Punkt war, wir hatten die Uniform geändert. Und zwar haben wir hier bei dem Hammerer, was stand vorher Iron Maces. Das habe ich jetzt umgeändert in Silver Warhammers. Da haben wir zwar, glaube ich, noch keine von, aber es ist ja nur eine Frage der Zeit. So, dann ist noch eine Riesensache passiert. Und zwar haben wir Migranten bekommen. Und zwar nicht nur 1, 2, sondern wir sind inzwischen wieder bei 89 Zwergen. Ihr seht hier schon überall die ganzen Leute, die keinen Namen davor stehen haben. Das sind alles Migranten. Davon habe ich einen Teil schon umbenannt. Also die ganzen Kinder zum Beispiel hier. Wir haben alleine 3, 4, 5 Kinder dazu bekommen. Die habe ich alle schon umbenannt. Und auch hier ein paar von den Haulern sind auch neue Migranten. Also wir haben jetzt jede Menge neue Zwerge. Das heißt, ich werde vermutlich noch einen zweiten Hammertrupp aufstellen. Und dann wahrscheinlich noch einen dritten Trupp, der dann die Fernkämpfer darstellt. So, und zum Ende der letzten Folge ist er hier noch besessen worden. Und ein anderer ist ein wenig durchgedreht. Wo steht er? Genau, Hammerzwerg Older hat ein Tantrum geschmissen. Hat aber, soweit ich das sehen konnte, niemanden großartig verletzt. Und ist jetzt auch wieder in Ordnung. Ja. Hat nichts Großartiges angestellt. Und wir haben neue Hundewelpen. Das verhindern wir doch gleich mal wieder. Wir würden gerne... Zack. Küche. Erstmal prüfen, ob irgendwas verkocht wird, was wir nicht verkochen wollen. Plump Helmets werden nur... Okay. Die Pigtails, die wollten wir eigentlich noch zu Stoff weiterverarbeiten. Darum müssen wir uns demnächst auch nochmal kümmern. Zwergenrum soll nicht verkocht werden. Das kann alles verkocht werden. Kiwi-Eier? Warum haben wir denn Kiwi-Henneneier? Ha. Na gut. Einheitenliste, wir wollen schlachten. Das war gar nicht hier. Das war hier. So, was haben wir denn alles? Da ist die Kiwi-Henne, die für die Eier zuständig ist. Hier haben wir eine Katze, die ein Herrchen oder Frauchen sucht. Das geht schon mal gar nicht. Die muss geschlachtet werden. Haben wir noch irgendwo Katzen, die wir schlachten können? Ja, da unten. Mann, Mann, Mann. Wenn man da einmal nicht aufpasst... Das ist keine Katze. Oh, das ist eine Katze mit einem Namen. Okay, auch weg. Kätzchen, auch gleich alle weg. Wir haben noch diese komische Ente. Aber es ist gut, ein wenig Auswahl zu haben, was Tiere angeht. Da die Zwerge ja auch positive Gedanken bekommen, wenn sie ihre Lieblingstiere sehen. Hier sind die ganzen Kriegshunde. Ich glaube, ich schlachte jetzt mal alle Kriegshunde. Weil die werden inzwischen ja doch schon ziemlich alt sein. Unser Fort besteht ja schon eine ganze Weile. Das heißt, die Generation wird jetzt erstmal geschlachtet und die nächste Generation wird dann die neue Zuchtgeneration. Da brauchen wir aber nur 2 Männchen. Das werden dann die beiden da sein. Hier haben wir auch noch ein Männchen. Das auch noch weg. So, und der da sieht auch ziemlich alt aus. Der hat schon einen richtigen Namen bekommen. Der kommt auch weg. So, haben die Schlachter auch eine Weile zu tun. Ja, damit müsste ich euch eigentlich auf den neuesten Stand gebracht haben. Aber echt schade, dass die Folge weg ist. Ich habe mich so gefreut, als die ganzen Migranten kamen, war dann übervorsichtig. Hab dann geguckt, ob da noch Goblins mitkommen oder irgendwas aus dem Untergrund, aber da kam nichts. So, die Straße wurde unterbrochen, weil hier einer durchgedreht ist. Das lassen wir gleich mal weiterlaufen, denn die Straße hat sich ja doch ziemlich ausgezahlt gemacht. Ich meine, 30 oder 40 Migranten auf einmal ist schon krass. Ach ja, und einer wurde besessen.
und hat sich jetzt eine Metallschmiede gekrallt. Das ist doch schön. So ein Artefakt, Silver Warhammer, könnte ich ganz gut gebrauchen. Ich glaube, die sind irgendwie 3-mal oder 4-mal so stark wie eine normale Waffe. Aber kommt halt sehr selten vor, dass eine Waffe geschmiedet wird. Und auch, dass eine Waffe geschmiedet wird aus einem Material, das man gebrauchen kann. Also ich hatte schon aus Knochen irgendwelche Sachen. Aber die waren dann 4-mal so gut wie eine normale Knochenwaffe. Aber immer noch schlechter als eine Eisenwaffe. Das ist natürlich dann doof. Aber gut. Hast du alles, was du brauchst? Nee, da steht nirgendwo, dass er seine Construction beginnt. Was fehlt dir denn? Ich muss haben Stämme, ich muss haben Stoff, ich muss haben Steinblöcke und Garn, Stoff und Metallbarren. Und geschliffene Edelsteine. Und Häute. Du brauchst eine ganze Menge, hm? Okay, also er braucht Stoff. Er braucht Garn, Stoff. Das könnte der Haken sein. Pause. Stocks. Wir hatten einmal extra Stoff verboten, genau für so einen Fall. Also hier haben wir Seide. Hier haben wir Stoff. Wir haben kein Garnstoff. Okay, wie stellte man mal Garnstoff her? Ah, das stellte man aus den Haaren oder so her. Wo ist der Webstuhl? Webstuhl. Boah, was zur Hölle ist das? Socke, Schuh. Ah, okay. Wir hätten jetzt aber ganz gerne Garn. Hier, Webestoff aus Wolle oder Haaren. Was steht denn dahinter? Jan, das wird das Richtige sein. Das drücken wir gleich mal auf Repeat. Machen das hier wieder klein. Lassen weiterlaufen und gucken, ob gleich jemand antanzt. Na, schaut gut aus. Oh, und wir haben kein Holz mehr, weil wir alles verfeuert haben. Nein. Nein. Der weg. Weil der durchgeknallte, der von einem Geist beseelte Meister-Artefakthersteller, der braucht auch Holz. Und wenn wir jetzt kein Holz haben, haben wir ein Problem. Also runter ins Höhlensystem. Und Holz gehackt. Also hier oben ist unser Eingang. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, machen DT. Und schnappen uns das Holz erstmal. Um das Ganze einigermaßen sicher zu machen, schicken wir unsere Miliz hier hin. Ich muss nur daran denken, die auch gleich wieder abzuberufen. Denn wir haben ja doch ein paar labile Gestalten da drin. Und ich kann es nicht gebrauchen, dass die neue Miliz sich gleich gegenseitig verprügelt. Na, kommt Jungs. Die Holzhacker sind natürlich wesentlich schneller, weil die keine Ausrüstung einsammeln müssen. Ich guck mal ganz kurz auf die Einheitenliste, ob irgendwas Aggressives hier unten rumkreucht. Ein Peregrim, ein Troll, aber der ist gefangen, das ist unser Troll. Den müssen wir auch irgendwann mal entsorgen. Wie auch immer. Also runterschmeißen traue ich mich nicht. Vielleicht hält er ja ganz, ganz viel Fallschaden aus. Ertränken sowieso nicht, der kann bestimmt schwimmen. Aber, ja. Wir brauchen unbedingt Lava. Das wäre echt schick. Dann könnte man so die ganze Kohle sparen. Aber Lava dann nach ganz hier oben zu pumpen, wird auch ein Riesenakt sein. So, wir haben schon mal 4 Holzblöcke. Gucken wir mal unsere Schmiede, ob der da immer noch drin haust und seine Sachen verlangt. Ja, tut er. Warum tut er das? Er müsste jetzt die Holzsachen nehmen können. Und der Stoff müsste auch inzwischen fertig sein. Stoff war hier oben. Und wird anscheinend fleißig produziert. Aber es ist ja auch immer die Sache, dass die Sachen auch verfügbar sind. Nur dass sie da sind, reicht ja nicht. Sie müssen auch für den Zweck erreichbar sein. Also in irgendeinem Stockpile. Nehme ich einfach mal an. Oder es ist nicht der Garn. Aber es stand da, ich brauche Stoff Garn. Ich brauche Stoff aus
noch irgendwas anderes. Also zwei verschiedene Stoffsorten brauchte er. Und die eine haben wir auf jeden Fall. Das ist die Standardstoffsorte. Ah, nicht gut, nicht gut. Oh, er ist nicht mehr in seinem Kämmerlein. Das ist sehr gut. Also holt er wahrscheinlich gerade das Holz, richtig. Jetzt läuft er los und holt das nächste. Weil er braucht das ja auch immer in der richtigen Reihenfolge, was ich auch recht komisch finde. Aber gut, das war gerade der Stoffballen. Komm schon. Papa braucht einen neuen Kriegshammer. Oh, der Block. Das wird wieder ein super Artefakt mit lauter Verschnörkelung. Ich sehe da schon so viel Zeug, wie er da anschleppt. So, und hat begonnen mit seiner mysteriösen Konstruktion. Schöne Sache. So, wir wollen aber jetzt hier oben. Genau, oh, unser Trupp ist da. Und sogar unser fast ganzer Trupp. 8 Mann. So viel dazu, dass immer nur 3, 4 kommen, ha? Die waren wohl einfach nur zu faul vorhin gewesen. Oder damit beschäftigt, sich gegenseitig zu verprügeln mit dem Tantrum. Eins von beiden. Na gut, der Befehl hier unten ist soweit fertig. Aber wo wir schon mal hier sind, ich bin ja gierig und tief in meinem Herzen drin bin ich auch ins Werk. Das nehmen wir auch noch alles mit. Dafür setzen wir jetzt auch den Militärtrupp. S, Shift A. Ihr geht jetzt mal dahin. So, damit wir auch unsere ganzen Bins und Crossbows und Charcoal und was weiß ich alles herstellen können. Hacken wir das jetzt erstmal alles ab. Danach verbunkern wir uns wieder in unserem Fort. Warten, bis die Pilze nachgewachsen sind und wiederholen das Ganze dann. Also als kleine Ergänzung zu unserer eigentlichen Pilzfarm, die ja doch recht lange braucht, bis sie gewachsen ist. So, wie viele Milizionäre haben wir das noch hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habt ihr alle Rucksäcke und Wasserflaschen dabei? Da bin ich mir nicht sicher. Du hast schon mal ein Backpack, das ist gut. Und ein Waterskin. Der nächste. Waterskin. Backpack. Ja, oh. Waterskin. Backpack. Okay. Ja, scheinen alle zu haben. Ist schon mal sehr gut. Dann meckern sie wenigstens nicht, weil sie kein Essen und Trinken haben. Du hast sogar ein Stahlschild. Schöne Sache. Aber ich sehe kein... Doch da. Backpack, Waterskin. Ja, okay. Dann will ich auch nichts gesagt haben. Wo sind jetzt die Holzhacker? Komm schon, ich müsste hier schnell Holz hacken, sonst werden die hier unten krumpig. Jungs? Ah, weh, die machen jetzt alle Pause. Aber keiner von denen hat einen Pfeil nach unten, also so einen roten Pfeil nach unten, dass sie schlecht gelaunt sind. Noch. Das heißt, ich warte lieber. Wenn ich jetzt wieder nach Hause schicke und dann die Holzhacker kommen, das wäre nicht so toll. Ah, wo bleiben die verdammten Zornabasser? So, ein Milizionär haut schon wieder ab. Der macht wohl gerade Pause. Und dafür kommt jetzt ganz langsam ein Holzhacker da angelaufen. Mann, 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 Mann. Oh. Juhu. Also es ist keine Waffe geworden, sondern ein Schuh. Und zwar ein Schuh, der uns zu klein ist. Also er ist nicht zu klein, wir können ihn tragen. Aber es ist ein Low Boot. Es gibt Low Boots und High Boots. Die schützen wahrscheinlich unterschiedliche Partien des Körpers. Und er hat die gemacht, die am wenigsten beschützen. Und er hat sie aus einem Material gemacht, das, ich glaube, null Rüstungswert hat. Also ihr wisst ja selber, wie stabil Zink ist. Na gut. Aber ein Artefakt mehr auf der Liste, das gucken wir uns kurz an. L. Genau, Ngobol Ungek. Die Glumness. Also Glum ist jemand, der traurig dreinblickt. Irgendwas in der Richtung. Der Fehlschläge. Ein Zink Tiefschuh. Ja. Dafür ist es wenigstens 41.000 Zwergendollar wert. Was auch wieder den Wert unserer Festung steigert, das ist soweit gut. Und wir haben Bänder aus Lama-Wolle, Hängenringe aus Zink und Granit, Stacheln aus Topas, Fungiwood und Pigtail-Stoff.
Dann haben wir noch ein Bild von The Fence That Roars. Das wird wohl irgendeine Vereinigung sein oder eine andere Festung. Und ein riesiger Erdwurm in Bronze. Na gut. Dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Und ich hoffe einfach mal, dass er diesmal aufgenommen hat. Also bis gleich.